ich bin Katja, Katja Kielinger von Viva und ihr guckt Kult.de. Ich betreibe eine Philosophie der Kommunikation. Wenn man an Kommunikation denkt, dann assoziiert man heutzutage gleichzeitig neue Medien mit. Aber Medien und Kommunikation, das ist meiner Ansicht nach doch etwas ganz anderes. Medien sind im Grunde genommen wie Sinnesorgane, sie arbeiten wie Sinnesorgane. Das heißt, sie filtern uns aus der Vielfalt der Elemente, die uns umgeben, diejenigen raus, die wir verwenden können. Mit eurem Design stimmt etwas nicht. Eure Architektur ist nicht optimal verdrahtet. Eure Hardware-Komponenten sind veraltet und ihre Reinstallation zu aufwendig. In den 60er Jahren, das ist jedem von uns bekannt noch, da hat man viel vom Dialog gesprochen, man hat viel diskutiert, miteinander geredet und so weiter und so weiter und so weiter. Auch hier bin ich der Ansicht, dass der Dialog etwas ganz anderes ist als die Kommunikation. Der Dialog, der gehört zur imaginären Welt der Menschen, zur Welt des Subjektes, zur Welt des Sinns. Da kann man zu einem Ergebnis kommen. Der Dialog hat seine Geschichte. Man fängt irgendwo an und kommt zum Ende, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, nicht. Aber Kommunikation ist was ganz anderes. Die Naturwissenschaften haben die Kommunikation entdeckt Mitte des 20. Jahrhunderts. In Gestalt des Hyperzyklus in der Biologie, in Gestalt der Selbstorganisation in der Chemie. Und da besagt Kommunikation einfach, dass Elemente einen, ich drücke es jetzt so aus, Konnex, einen Zusammenhang miteinander eingehen und dass sich daraus Ordnungen bilden. Aber diese Ordnungen bilden sich natürlich nicht nach den Gesetzen der menschlichen, imaginären Welt. Das hat mit Subjektivität und den Kategorien, die wir gewohnt sind, zu benutzen, gar nichts zu tun. Diese Künstler, die auch in Kaltiv versammelt sind, experimentieren, spielen mit der Differenz von Signal und Rauschen. Und das scheint mir das Interessante zu sein. Einerseits auf der Ebene des Films, andererseits auf der Ebene der Spoken Words, auf der Ebene der Malerei, auch auf der Ebene der Sounds. Erstens, Leitwolf. Blutig, laut, gemein, eklig, alles das, was eigentlich keiner sehen will auf der Bühne. Sämtliche Körperextremitäten, die durch die Gegend fliegen, inklusive Flüssigkeiten. Dahin einhergehend Spezialeffekte, prima. Massenbildner haben immer eine andere Einstellung zu inneren Werten beim Menschen. Innere Werte sind Gedärme, Leberwerte, die man dann auch sehen kann. Es gibt kein Extrem, was mir zu extrem ist bei Spezialeffekten. Schönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Schiemann. Ich bin in Düsseldorf tätig als Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Schreiber, Autor. Im normalen täglichen Leben, ohnehin schon phlegmatisch und leicht abzulenken, erreicht sie nur mit Bravour ihre Höchstform. Liegt auf dem Rücken, umgeben von Zombies, in der einen Hand einen Groschenroman der Marke Desiree, in der anderen einen Golfschläger, den sie in ihren Vaginalschlauch einzuführen sucht.
Ich mache Collagen, kunsttechnisch, multimediamäßig, ganz einfach. Wenn all die ungelebten Neigungen und verdrängten Wünsche sich zusammentun und dann gemeinsam einen hübschen, schweren Stein abgeben, den man, bis dass der Tod uns scheidet, auf dem Rücken trägt, schwer, auf! He's on the line. Yeah, this is Kenneth Keane. I make three-dimensional art. There's an example. That's a briefcase. You want to see inside? So, take a look. Some of the things I'm working on at the minute are the foundry. The foundry is a... It's going to be a place in France. What I do... Yeah. Sorry, that's it. There's not very much there, but it's the truth anyway. Ja, ich bin die Mito und ich mache die Vagina-Such- und Sammelseite. Und wir kennen ja alle dieses Symbol. Und das steht halt nicht für Fick mich, sondern es steht halt für autonome kreative Lust. Also es ging mit meiner Netzseite nicht darum, mich zu repräsentieren, zu sagen, so, ich bin toll und die Sachen, die ich mache, sind auch toll, aber ich wollte halt ein autonomes Kunstwerk machen. Ich würde mich auch über Texte freuen, natürlich auch über Ton, aber so eine gesungene Vagina ist halt schwierig, deshalb dachte ich mir, gebe ich das mal nicht an. Scheiße, Acid Bastard. Also nicht richtig, aber unter diesem Pseudonym lege ich auf, Techno-DJ bei Underground-Partys von Active Underground. Das ist das, was mir Spaß macht, weil die Geräte haben alle ihr eigenes Gesicht, ihren eigenen Reiz. Und hinzu kommt, dass ich eigentlich in dem Sinne kein gelernter Musiker bin und erst dank dieser Geräte in der Lage bin, rein intuitiv durch Ausprobieren irgendwie denen da was zu entlocken. Auf dem Computer das Arbeiten, das ist mir zu steril, obwohl er viel mehr Möglichkeiten bietet und mit Sicherheit auch exakter ist und vielleicht auch praktischer, weil man nicht irgendwie 1000 Kisten mit sich rumschleppen muss, wenn man die ganze Sache mal live machen will. Also irgendwie ist das auch eine romantische Sicht der Dinge, dass die alten Kisten hier ihr Gesicht haben und ich mag das und die haben halt auch ihre Atmosphäre und damit arbeite ich, da jongliere ich irgendwie die Atmosphären von den Dingern zusammen. Und ich schmeiß das Ding mal an hier. Herzlich willkommen, ihr Lieben, liebe Fernsehzuschauer, Kinofreaks, Videonisten und anderes hier, Stockers. Hier sitzt, sagen wir mal so, 80% der Puren Illusion Filmproduktion in Düsseldorf. Die Pure Illusion Filmproduktion, meine lieben Freunde, ist eine Aktionsgemeinschaft von Leuten aus der Branche, Film, Funk, Fernsehen, Werbung, Musik, Grafik und Schauspielerei. Wir produzieren hier in Düsseldorf und natürlich auch in der Umgebung unserer Landeshauptstadt wunderschöne Low-Budget B-Movies, Z-Movies, Underground, obwohl Underground eigentlich nur zustande kommt, weil wir eigentlich immer messerscharf am Budget kalkulieren. Die Pure Illusion forscht im filmischen Underground, obwohl wir immer darauf achten, dass wir unterhalten. Cleaner, sehr erfolgreich, eigentlich im kleinen Rahmen, also ein Kultspaß für einige Auserwählte. Schmerzen!
Schaut ins Internet, bestellt euch die Filme, ein Kutschspaß, ein netter Abend mit Knabbereien und Sex, Drogen und Gewalt sei euch gewiss.